So Leute, da sind wir wieder mit unserem Let's Play Advance Wars. Ja, und wir machen weiter. Wir haben in den letzten paar Truppenorder und Geländekontrolle gemacht, haben also nicht so viel geschafft. Und machen jetzt die Stadtbesetzung. Auftrag besteht darin, den Spitzenhügel. Gelingt uns dies, wird der Lage diesem Fiesen aufgeblasen. Ich meine, wir werden die Truppen von Blue Moon zurückdrängen. Du erinnerst dich noch an die gegnerischen Mecheinheiten im letzten Gefecht? Nun stehen zwei Mecheinheiten unter deinem eigenen Kommando. Bam, bam, bam. Tag 1. Ja, na, Panzer und so weiter. Gebäude einnehmen. Siehst du den neuen Befehl? Ja, besetzen. Also wir können Gebäude besetzen und je nachdem wie viele... Also die Stadt ist jetzt halb besetzt. Das Besetzen einer Stadt dauert wenigstens 2 Tage. Erteile der Einheit nächstes Mal wieder den Besetzbefehl, um eine alliierte Basis zu sichern. Ah, fast hätte ich's vergessen. Unterbrich nicht das Besetzen einer Stadt durch das Abziehen der Einheit. Denn sonst musst du das Einnehmen der Stadt von vorne beginnen. Dasselbe gilt, wenn die besetzende Einheit alle TP verliert. Verteidige diese Einheit beim Besuch, neue Basen zu sichern. Okay, bewege jetzt die Mecheinheit. Wähle sie bitte an. Ja, nur Infanterie und Mecheinheiten können Basen besetzen. Denke daran, wenn du deine Einheiten in unbesetzte Gebiete führst. Setze die Einheit bitte dorthin. Ich weiß schon, worauf das nächste Runde hinausläuft. Restlichen Eigen und dann Ende, wenn ich keine Befehle mehr habe. Also wir sehen auch, wir haben das erste Mal jetzt ein Hauptquartier. Hauptquartier gewinnen, jeden Tag 1000. Repariert Landeinheiten und hat eine Deckung von 4. Zack, zack, zack. Genauso hier, Decken 3, gewinnen 1000, repariert Landeinheiten. Das genauso. Ein Hauptquartier wird das besetzt, verliert man. Bodentruppen erhalten TP und Ration. Was Ration ist, werdet ihr dann auch noch erfahren seinerzeit. Das kommt da, glaube ich, in den nächsten Einheiten. Weitere gegnerische Truppen, Feiglinge, sie greifen die entferntesten Einheiten an. Typisch. Doch warte, ich habe ein paar Jagdpanzerstellungen. Hahaha. Diese Infanterie- und Mecheinheiten zu stellen, ist für sie ein Kinderspiel. Kämpft, meine Truppen, dieses Mal werden wir siegen. Wir werden siegen, yes. Du bist am Zug. Beende zunächst das begonnene erstmal einnehmen. Also wir schauen uns das mal an. Setzen, genau, und tada, ist unseres. Jetzt die Stadt unser, sie hat die Farbe unserer Truppen. Verwende sie nun als eigene Basis. Hier siehst du, dass die Städte vom Gegner kontrolliert werden. Übrigens, graue Städte sind neutral. Reden wir nochmals über Basen. Eine beschädigte Einheit erhält in einer Basis pro Runde TP zurück. Du erhältst pro Tag auch 1000 G. Also Geld, Gold, wie auch immer. Fehde besetzte Stadt. Diese Fonds sind sehr wichtig, um TP deiner Einheiten aufzufrischen. Fonds werden auch anderweitig eingesetzt, aber dazu später. Okay, gib dieser Mecheinheit den Befehl, eine neue Basis. Würdest du bitte diese Einheit anwählen? Hier haben wir ein Problem. 2 Städte liegen in deiner Reichweite. Die eine ist neutral, die andere feindlich. Welche sollst du zuerst besetzen? Die feindliche. Juhu, hüpfen wir auf den Kopf rum. Genau, du hast richtig entschieden. Natürlich ist das Besetzen einer Stadt immer von Vorteil für dich, aber besetzt du die Stadt eines Gegners, erhält dieser keine Fonds von dort. Ach ja, da gibt es noch etwas, was du wissen solltest. Hier siehst du, wie lange es noch dauert, eine Stadt zu sichern. Die Zahl zur Besetzung liegt bei 10. Wird diese Zahl auf 0 reduziert, ist die Stadt gesichert. Eine Infanterieeinheit hat 10 TP. Sie braucht für das Besetzen einer Stadt mit dem Wert 20 2 Tage. Eine beschädigte Einheit hat weniger TP, weshalb das Besetzen länger dauert. Jetzt weißt du also über das Besetzen von Städten Bescheid. Bla bla bla. Von nun an entscheide ich, das finde ich schön. Nell halt bloß die Klappe. Also nichts gegen Nell, aber sie ist ein wenig. Wir besetzen jetzt erstmal die feindliche Stadt und unsere Stadt da. Ja. Und dann ziehen wir mit den Truppen hier rüber. Ah, Moment. Können wir gleich den Besetzen-Befehl geben. Da haben wir die nächste Runde gleich besetzt und alles. Also, das habt ihr gesehen, Ration. Die Sache ist die, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Ist egal, ist eine neutrale Stadt. Und das ist mir doch lieber, wenn ich diese Einheit dort von da oben aus angreifen kann, die nicht da hochkommt. So, jetzt ziehe ich die Einheit davor und lass dort das machen. So, hier würden wir jetzt sehen, guckt mal. Das ist das Komische. Im Berg Infanterie haben 2, Mech nur 1, obwohl Mech-Einheiten 3, erhöht die Sichtweite, das brauchen wir später noch. Obwohl Mech-Einheiten noch eine schwere Pistole tragen, können die dort einfach so wild rumlaufen, wie sie wollen.
irgendwie, ja, ein wenig realistisch, aber das ist nicht so schlimm. Wenn sie dort stehen, ist es sicher Ende. Tja, das war jetzt nicht gerade die beste Idee. Also, den gehen wir natürlich jetzt erstmal dahin. 36, 39, ne? Den machen wir 39 Schaden, obwohl er weiter oben ist. Einfach weil er weniger hat. Und der hat uns fast nichts gemacht. Und ja. Dann würde ich sagen, den schießen wir gleich da runter. Bam, bam. Bam, 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 badam, 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 bam, 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 badam, bam, 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 bam. So. Wir können jetzt von hier schießen. So mit einer ziemlich hohen Deckungsrate. Jo, schießen wir den auch noch nieder. Bam, 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 bam. Bam, bam. Pam, pam, padadam, pam. Padadam, padam, pam, 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 padadam, pam. Ja, okay, jetzt haben wir das erstmal Jagdpanzer gesehen. Ich weiß nicht, ob Nell dazu gleich noch was sagen wird. Ration übrigens, habt ihr gesehen? Ist wieder voll, die Einheit. Kann ich da nicht? Sogar hoch? Genau. Greife ich erstmal von da oben an. Bei beides. Nee, doch, das hat Deckung 4. Andere Deckung 3, aber naja, gut. Badam, bam, 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 badam, bam. Badam, badam, bam, 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 bam. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel den. Nein, nein, nein! Och, ich bin doch dämlich. Okay, Leute, das war ein großer Fehler, was ich gerade gemacht habe. Ich wollte eigentlich die Einheit ja mit einem Mal ausmoschen, weil jetzt hätten wir dir ein bisschen was mehr wegziehen können mit einer 10er Einheit. Aber na gut. Tam, tam, tadadam, tam. Die moschen uns jetzt weg. Das war so hochklar. Das war nicht sehr nett. Das war eine Blödheit. Und die moschen uns da auch noch runter, wenn wir Pech haben. Doch wir haben kein Pech. Tralala, la, 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 la. Oh, wir haben gerade mal eine Mission geschafft. Das wird ja sehr witzig werden. Also, nein, ich zeige euch das jetzt noch nicht. Die Einheit schiebe ich jetzt da zurück. Und da wir hier mehr haben, können wir uns das ruhig erlauben. Da haben wir da Deckung. Trotzdem zwei Einheiten verloren. Also, die haben Kampfpanzer, was mir jetzt nicht so sehr gefallen will. Zur Ration, dadurch haben wir jetzt dort wieder 6. Das heißt, wir können wieder angreifen hier. So, nächste Runde haben wir 8. Also ihr seht, die füllen sich jede Runde um 2 aus. Ich zeige euch jetzt mal was. Wenn ich mit... Ne, Moment, da kann ich... Vielleicht mache ich den Jagdpanzer sogar platt. Genau. 49. Schaut euch das mal an. Der hat mir gerade mal einen weggemascht. Und jetzt gehen wir noch mit denen hin. 46 und es sollte eigentlich... Auch wenn 49 und 46 nie 100 ergibt, aber das ist... Es gibt immer noch so eine Zufallsvariable. Ja, jetzt fragt euch sicher, was macht denn der mit dem dort? Jetzt schicke ich den erstmal noch zurück, einfach damit er auch was getan hat. Tadala, tram tam tam taram, tam tadaram tam. Natürlich, wenn die zuerst schießen, haben sie ziemliche Chancen, das kann man so nicht anders sagen. So, jetzt seht ihr, hier leuchtet das Munitionszeichen schon auf. Das heißt, es ist nicht so gut, die haben fast keine Munition mehr. Also lege ich mich jetzt nicht weiter mit denen an, sondern ich habe schon genug verloren. Ziehe jetzt einfach mit meinem Freundchen hier unten dahin.
Jetzt fragt euch sicher, was will der da hinten? Zack. So. Du gehst da hoch, weil... Einfach, weil du es kannst. Wir lassen die Einheiten noch auffüllen. Ah ja. So. Und jetzt nehmen wir das Gebäude dort und zeige ich euch mal, was man mit dem Hauptgebäude alles machen kann. Oh, Moment, ich habe es euch erst schon gezeigt. Ah, ist egal. Wir setzen. Tot. Umwerfen. Du hast das Gebiet gesichert und Blumen zurückgedrängt. Da ist noch eine Sache, die ich dir erzählen muss. Du hältst noch Fonds für besetzte Städte, ne, wahr? Nun, sobald deine Missionen erfüllt sind, verlierst du sie. Tut mir leid. Viel Glück beim nächsten Gefecht. Unglaublich. Wir mussten uns zurückziehen. Was geht hier vor? Was haben die Jagdpanzer denn gemacht, diese Scharlatane? Nächstes Mal werde ich vor Ort sein. Grrr. Denen werde ich es zeigen. Allen werde ich es zeigen. Foxy, ja. Wir kriegen es für... Technik nicht ganz so viel, genau. Tempo hätte schneller gehen können. Kraft war gut. Technik, klar, wir haben ja wieder was verloren. Ja, bestehende Daten bitte überschreiben. Wieder ein Schuss. Ja, okay. Ja, ich meine, wir können jetzt Olaf, wir brauchen die Festung. Blablabla, Mission. Wieder ein Schuss. Dafür werden wir jetzt was lernen über das einen. Genau. Olaf erwacht seine Basis. Er hat wohl erkannt, wie wichtig es ist, dieses Gebiet zu halten. Fast alle Truppen wurden auf dem Weg zur Festung aufgerieben. Und sind nur zwei Jagdpanzer übrig geblieben. Wir müssen sie unbedingt reparieren, wenn wir gewinnen wollen. Ziehen wir sie also zurück und peppeln sie dann auf. Wählst du bitte diesen Jagdpanzer an? Ja, Einheiten können in einer alliierten Stadt repariert werden. Das wissen wir jetzt schon. Warten. Genau. So. Ach so, nee, das kommt natürlich davon. Warten. Ja, der Jagdpanzer. Also wir können jetzt gucken. Und der Jagdpanzer käme ran. Also theoretisch. Ja. Können wir mit B jetzt gucken, wie weit er schießen kann. Das heißt, er könnte bis hierher vorfahren. Oh, ja. Ich hole ja schon die Einheit davor. Genau, jetzt ist die Einheit vor dem Angriff sicher. Strategischen eines Verteidigungswalls. Diese Mechaneinheit wird unter Beschuss geraten. Noch eine Runde wird sie schon durchstehen. Da wir zwei Mechaneinheiten haben, sollten wir zwei Tage überstehen. Ziehe die Mechaneinheit hoch und dann frise sie in Stellung. Wähle Ende, wenn du fertig bist. Jupp, und jetzt kann ich die ganzen diese Einheiten hier noch nehmen. So, hier haben wir zum Beispiel wieder sowas. Neue Sachen. Wir haben eine Brücke. Wegkosten alle 1. Fluss wieder Wegkosten 2. Und eine ganz normale Straße auf Wegkosten 1. Ja, Reifen haben wir auf Ebene 2 Wegkosten. Aha, das Sternkopf von Orange Star ist eingetroffen. Offenbar derselbe Trupp, der mir bisher schon viele Probleme bereitete. Aber sie haben nicht einmal einen intakten Jagdpanzer bei sich. Dieser Stümper können mir nichts anhaben. Ihr seid schon Geschichte. So, du bist am Zug. Der Gegner ist im Anmarsch, aber die Jagdpanzer brauchen noch Zeit. Selbst mit 2 TP pro Tag werden sie nicht rechtzeitig besetzt. Wir müssen diese 2 Einheiten wohl einen. Wähle bitte diesen Jagdpanzer. Ich möchte sie eigentlich gar nicht einen, aber na gut. So, ziehe sie da drauf. Wähle einen. Gut gemacht. So. Jetzt haben wir die Einheit geeint, das heißt, wir haben die beiden TPs addiert. Wenn sie beide 6 hätten, wären es trotzdem nur 10, würde also nicht weitergemacht werden. Es ist also nicht immer von Vorteil zu einen. So, ich möchte jetzt hier ein bisschen aufräumen. Weshalb ich ein wenig unvorsichtig scheine. Aber es geht noch. Mal schauen, ob er den zurückziehen wird. So. Den schicken wir dahin. Es versucht, sich da eine Stadt zu holen. Okay, macht das. Ja, er schickt ihn zurück. Das dachte ich mir fast. Mhm. Jupp.
Im Wald haben wir nur eine Deckung von 2, verdammt. Nein, wir haben noch mehr Deckung als er hat. Die Sache ist die, ich konnte jetzt nicht da oben in die Stadt, aber das kann ich mit der Einheit dort. Und jetzt ist die weggeputzt. Oh, ich glaube, mein Stuhl knatscht ganz schön. Ja, ich mache jetzt noch den Zug zu Ende. Jagdpanzer gegen Jagdpanzer. Peng, 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 peng. So, jetzt hat er auch nur noch 3. Die schicken wir dahin zurück. Feuer. Auch wenn es nicht viel bringt, aber Feuer. Ja, auch wenn hier uns Fonts noch nicht viel bringen und so. Ich meine, sie werden noch nicht mal angezeigt. So, Leute, und ich würde sagen, das war's für heute. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.